Hallo, heute geht es um die Detailansicht der Poströhre OCB von Siemens. Diese Röhre ist eine Leistungstriode, wurde ca. 1921-22 entwickelt und ist eine direkt geheizte Triode. Das ist besagte Röhre. Sie wurde eingesetzt als Leistungstriode, als Oszillator sowie in der damals neu aufkommenden Mehrkanaltelegrafie. Es gibt leider nur ein sehr spärliches Datenblatt. Ich versuche die Röhre zu testen und in Betrieb zu nehmen. Es ist wieder mal das erste Mal. Alle Detailbilder kommen gleich im Video bzw. sind auf der Webseite verlinkt. Der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Gut, was soll ich noch groß sagen? Viel Spaß und auf geht's! Die OCB von Siemens wurde ca. 1921-22 entwickelt. Es gibt nur sehr wenige Informationen über diese Röhre. Es ist eine sogenannte Poströhre mit enger Toleranz und langer Lebensdauer. Eingesetzt wurde diese Röhre als Leistungsverstärker, Oszillator und in der damals aufkommenden oder neu aufkommenden Mehrkanaltelegrafie. Die Röhren der damaligen Zeit wurden komplett in Handarbeit gefertigt. Zu sehen sind die sehr filigranen Glasstege, die das Röhrensystem selbst halten. Das ist leider ein sehr kritischer Teil, der sehr oft bricht. Auch ein typisches Merkmal der Röhren aus dieser Anfangszeit war die Tatsache, dass diese nicht gegettert wurden. Die Metalle in den Röhren selbst wurden während des Evakuierens ausgegast. Daher stammen die gelben Spuren an der Innenseite des Glaskolbens. Es gibt nur sehr wenig technische Informationen über die OCB. Es handelt sich um eine direkt geheizte Triode mit einer Heizspannung von 2 bis ungefähr 2,4 Volt und einem Heizstrom von 2,4 bis ca. 2,6 Ampere. Die Feder an der oberen Seite des Glaskolbens spannt die Kathode. Sowie wird der Anodenzylinder sowie der Steuergitter von der Glaskonstruktion gehalten. Dieser Aufbau war sehr typisch für die Poströhren von Siemens. Hier eine Detailansicht in den Quetschfuß der Röhre. Man sieht die ausgegasten Verkabelungen sowie eine Markierung auf den Quetschfuß selbst. Auf der rechten Seite sieht man eine Detailaufnahme des Pumpstutzens an der Spitze sowie der Halterung der Glaskonstruktion und der Feder, die die Kathode spannt. Das ist eine Detailaufnahme der Banderole mit der Typenbezeichnung OCB sowie der typischen Siemens-Bezeichnungen für Poströhren, wann die Röhre geprüft wurde und in welchem Gerät diese verbaut war. Diese Banderolen fehlen leider auf sehr vielen Röhren, da diese nur aufgeklebt ist und sehr anfällig ist zum Abfallen, besonders wenn die Röhre falsch gelagert wurde. Der Sockel der Röhre ist ein sogenannter Liebensockel. Er besteht aus 3 Stiften zu 4 mm und einer Buchse. Ebenfalls eine 4 mm Buchse. Heute sagt man Bananenbuchsen. Diese Art der Sockel wurde von Telefunken und von Siemens noch längere Zeit benutzt, besonders für Leistungsröhren,
die etwas größer waren und mechanische Stabilität brauchten. Links ist eine Detailaufnahme des Anodenkäfigs bzw. des Anodenzylinders, des Steuergitters und der Kathodenhalterung bzw. der Feder, die die Kathode spannt. Auf der rechten Seite sieht man nochmal eine Detailaufnahme des Glaskäfigs, der das komplette System hält. Das Steuergitter ist ein gestanzter Zylinder. Es ist noch kein Gitter, wie wir es heute kennen, sondern besteht aus einem gestanzten Blech, das zusammengerollt wurde. Auf der linken Seite sieht man eine Oberansicht der Röhre mit dem Pumpstutzen in der Mitte sowie das eingeschmolzene Glaskonstrukt, das das Röhrensystem selbst hält. Auf der linken Seite sieht man nochmal eine Detailansicht des Systems. Man sieht die Feder, die die Kathode spannt, die Halterung des Steuergitters sowie die Halterung des Anodenzylinders. So, kommen wir zum Testen der Röhre. Wie gesagt, die Röhre wurde von mir noch nie getestet. Ich weiß nicht, ob sie noch funktioniert bzw. ob sie Luft gezogen hat. Die zweite Besonderheit ist, die Röhre arbeitet mit einer positiven Gitterspannung. Das ist relativ selten, aber bei älteren Röhren war es teilweise noch normal, dass Trioden mit positiven Gitterspannungen gearbeitet haben. Wie gesagt, es gibt kein öffentlich zugängliches Datenblatt, so richtiges Datenblatt. Die Variante, die ich habe, kann ich leider nicht veröffentlichen, da es von einer nicht wirklich öffentlichen Webseite ist. Und es besteht doch nur aus einem kurzen Diagramm, insofern ist jetzt viel improvisiert. Zweite Problem ist, die Röhre hat einen Bibensockel. Ich hoffe, der Fokus klappt. Das hier ist die Anode. Das ist das Steuergitter. Und das sind die zwei Heizungen. Also die Heizung für die direkt geheizte Kathode. Die Heizspannung ist 2 Volt bei 2,4 Ampere Heizstrom. Und die Anodenspannung ist 220 Volt. Und laut Datenblatt soll die Röhre bei 50 Volt Gitterspannung, also positiver Gitterspannung, ungefähr 70 Milliampere Anodenstrom liefern. Im Datenblatt ist, ganz kurz, Datenblatt ist angegeben, bei einer Gitterspannung von positiven 30 Volt sollen 30 Milliampere Anodenstrom fließen. Und dann schauen wir mal, was wir machen können. Zuerst kommen die, wie immer, die Heizung. Kathode brauche ich nicht, da direkt geheizt. Ich brauche das Steuergitter und die Anode. So, wie gesagt, der Neuberger ist wie immer eingestellt im Messmodus V. XX für den normalen Test. Das interne Ampermeter ist auf 300 mA, aber das digitale Ampermeter ist eingeschliffen. Ich schließe entsprechend jetzt die Heizung an. Da ich jetzt eine positive Gitterspannung brauche, nehme ich jetzt das positive, im positiven Teil.
Und die Anode ist regulär eine Anode. So, Anode habe ich gerade gesagt, ist der ist die Buchse für die Heizung und die Steuergitter. Da brauche ich jetzt eine Klemme. Wie gesagt, das hier ist ein bisschen improvisiert. So, wenn ich alles richtig gemacht habe, sollte die Röhre angeschlossen sein. Hoffentlich mit Kontakten. So, alle Kontrollen stehen auf Null. Auch die Heizung. So, ich habe gerade noch das Ampermeter richtig gepolt, sonst gibt es wieder komische Mails. Und ja, schauen wir mal, was passiert. So, ich habe eingeschaltet. Die Kontrollleuchte für die Heizung leuchtet, also die Heizung hat Durchgang. Ich habe die Röhre, wie gesagt, noch nie in Betrieb genommen. Ich weiß nicht, ob sie Luft gezogen hat. Insofern fangen wir jetzt mal relativ moderat langsam an, die Röhre anzuheizen. Ich bin jetzt auf 0,7 Volt. Man muss natürlich umschalten, dass auch die Heizung aktiv ist. Und auch gleich den Kurzschlusstest. Geht alles negativ. Ich erhöhe auf 1,2 Volt. Man sieht schon ein leichtes dunkelrotes Glimmen. Gehe auf 1,5 Volt. Volt schaffe ich im Maximalausschlag schon nicht mehr, weil der Strom, der durch die Röhre fließt, schon zu hoch ist. Das heißt, ich gehe jetzt auf die 2,5 Volt Einstellung und kann jetzt die 2 Volt Heizspannung einstellen. Die Röhre glüht sichtbar. So, kommen wir mal zur Anodenspannung. Das Gitter ist noch auf 0 Volt. Ich erhöhe jetzt die Anodenspannung langsam. Ich fange an mit 50 Volt. Oder ich fange an mit 0 Volt, weil ich gar nicht weiß, ob sie Luft gezogen hat, bevor es jetzt zu einer Entladung kommt und die Röhre in den IOL geschickt wird. Dafür ist es ein bisschen zu teuer. Also starten wir mit 0 Volt Gitterspannung und 0 Volt Anodenspannung. Ich regle jetzt die Anodenspannung im 50 Volt Bereich langsam nach oben und schaue mal, was passiert. Ich bin jetzt bei knapp 12 Volt, habe 0,02 Milliampere Anodenstrom, also es passiert was. Jetzt auf 20.
Volt, Gitterspannung, also positiv 20 Volt und 0,03 Milliampere Anodenstrom. Gehe auf 30 Volt. Volt, die Röhre beschwert sich noch nicht. 50 Volt, 0,12 Milliampere. Wie gesagt, im Datenblatt steht, dass bei 30 Volt, positiven 30 Volt Gitterspannung soll bei 220 Volt Anodenspannung 30 Milliampere Anodenstrom fließen. Das heißt, ich erhöhe jetzt mal langsam auch die positive Gitterspannung, die noch auf 0 Volt ist, und ich starte auch dort bei 0 Volt. Ich habe jetzt immer noch 50 Volt Anodenspannung und erhöhe jetzt langsam die Gitterspannung. Bin jetzt bei plus 5 Volt, habe schon 1,7 Milliampere Anodenstrom, bin bei 10 Volt, 3 Milliampere,15 Volt, knapp 6,45 Milliampere, 20 Volt, 9 Milliampere, 25 Volt, 12,6, ungefähr 12,6 und 30 Volt Gitterspannung 14,8, 14,7. Ja. Wackelt ein bisschen der Ausschlag. So, das sind die Drahtporties, die werden nach den Jahrzehnten irgendwann mal leicht mürbe und die Schleifer haben nicht mehr hundertprozentig Kontakt. So, ich bin jetzt bei 30 Volt, positiv 30 Volt Gitterspannung und erhöhe jetzt mal die Anodenspannung. Die Anodenspannung ist mir auch schon wieder gefallen. Logisch, weil ich die jetzt den Gitterstrom erhöht habe, weil jetzt fließt Gitterstrom. Im Datenblatt steht, dass bei 50 Volt Gitterspannung 10 Milliampere Gitterstrom fließen soll. Deshalb ist auch meine Anodenspannung eingebrochen. Die erhöhe ich jetzt mal auf 100 Volt. Jetzt mal 50 Volt. Und bei 100 Volt Anodenspannung habe ich 14,7, 14, ungefähr 14,5 Milliampere. Ich gehe auf 150 Volt. Volt. Ab 15,8 ungefähr Anodenstrom. Hier jetzt auf 220 Volt. Hier 25, 225, 220 Volt. Korrigiere die Gitterspannung auf 30 Volt. Und ich habe 21 Milliampere Anodenstrom.
Laut besagtem Datenblatt sollten es sein 30 mA, 25 mA. Wie gesagt, ist mein Drahtputti ist genau in dem Bereich jetzt ein bisschen instabil. Also einigen wir uns auf 26,4 mA. Damit würde ich die Röhre schon mal als gut bezeichnen. Die besagte Kennlinie geht bis 140 mA. Ich riskiere mal auf 50 Volt Gitterspannung. Die soll jetzt laut Datenblatt haben ungefähr 68 Milliampere Anodenstrom bei 220 Volt Anodenspannung. Bin jetzt bei 45 Milliampere. Entschuldigung, 45 Volt Gitterspannung. Ab 40, ungefähr 40 Milliampere. Muss jetzt hier konstant die Anodenspannung nachregeln, weil, wie gesagt, durch die positive Gitterspannung, die jetzt auch Strom zieht, muss ich jetzt beide Spannungen nachregeln. Ich bin jetzt bei 50 Volt Gitterspannung. Und regel noch mal die 220 Volt Anodenspannung nach. Und ich komme aus 45 Milliampere. Also damit ist die Emission der Röhre dann nicht mehr so gut oder gut genug, aber halt nicht mehr nach Datenblatt. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie alt die Röhre ist, wie viele Betriebsstunden sie schon hinter sich hat. Wie gesagt, das Datenblatt geht bis 200, 140 Milliampere bei 100 Volt Gitterspannung. Ich versuche mal ein bisschen höhere Gitterspannung zu riskieren. Im schlimmsten Fall macht es gleich Blitzdings. So, ich bin jetzt in. Moment, was immer. Mit 70 Volt Gitterspannung, bin bei 77 Milli, 8, 79, 80 Milliampere. Mal die Anode wieder nachregeln. Haben wir 87 Milliampere bei 70 Volt Gitterspannung. Brummt schon ordentlich. Der Anodenstrom steigt auch relativ flott. Insofern stoppe ich das Ganze jetzt mal, um sicher zu gehen, dass die Röhre nicht durchschlägt. Weil für ein IOL ist ja etwas zu teuer. Ich bin jetzt wieder bei 30 Volt Gitterspannung und 220 Volt Anode. Und dann kommen jetzt die obligatorischen Aufnahmen im Dunkeln. Die Heizung ist leider nicht spektakulär in der Röhre.
Wobei das Stichwort Heizung natürlich auch relativ gut ist, weil ich kenne nicht die genaue Heizspannung. Im Datenblatt steht irgendwas von 2 bis 2,4 Volt, aber keine so hundertprozentige detaillierte Angabe. Ich will jetzt auch nicht riskieren, die Röhre zu überheizen. Riskieren wir es mal mit 2,2 Volt. Bin auf 2,2 Volt. Bei 30 Volt Gitterspannung, so positiv wohlgemerkt. Und bei den 220 Anode. Soll haben 30, hat jetzt knapp 28. Ja. Gehen wir nochmal spaßhalber zurück auf die 50. Das sollte sie haben um 68. Volt Gitter. Es reicht nicht wirklich. Da würde ich trotzdem sagen, die Röhre funktioniert. Wenn auch etwas altersbedingt ein bisschen geschwächelt, aber großteils klappt sie noch. So, ich bedanke mich für das Zuschauen und Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss.